Moin Leute, ich bin's Felix und ich hab mal wieder richtig Bock mit euch zu zocken. Heute mal wieder bei Orcs Must Die 2. Na, wie soll's anders sein, zusammen mit German Leakers natürlich. Hallo. Moin. Moin, moin. Ja, moin. Da ist er. So, ja, und ja. Ja, wie gehabt, nicht lang schnacken, direkt loslegen. Auf geht's. Gut, da seid ihr ja endlich. Diese Stimme. Seid ihr das Meister? Warte mal. Alles klar, wollen wir es wieder. Ich glaube, ich nehme wieder meine Paladine. Die haben sich echt ganz gut geschlagen. Warte. Ich muss doch überlegen, wo ich die hinplace. Da lauert gerade jemand. Achso. Okay, also ich habe verstanden, wir sollen tun, was wir am besten können. Kann man hier irgendwo schlafen? Ist hier also ein Bett? Also ich pflanze jetzt einfach mal ein Paladin so hier hin. Und okay, also es dahin. Gibt Tor 1. Oh, scheiße, hier gibt es 3 Tore. Tor 2. Da kommen die zuerst raus. Und dann gibt es hier hinten noch Tor 3, so wie es aussieht. Das heißt, wir müssen die Mitte ganz schön zupflanzen. Ja, hier ist Tor 3. Und dann laufen die wahrscheinlich noch unten und oben lang. Ja, das glaube ich auch. Ja, geil. Also machen wir erstmal das Tor hier. Also ich habe alles aufgestellt, so viel hatten wir nicht. Go, 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 go. Du machst nur hier hinten? Ja. Ich meine, ich kann nur 2 Paladine setzen, was anderes. Und eine Falle habe ich hier in den Mitgang gesetzt. Dann setze ich meine Zwerge hier oben hin. Ich glaube, hier ist eine ganz nice Position. Wo bist du gerade? Bist du oben? Nee. Ja. Ich bin im Keller. Nein, wir haben keinen Keller. Ja. Vielleicht noch ein bisschen mehr an den Rand, oder? Damit die da runterwerfen können. Du meinst so? Los, Zwerge, geht an den Rand, an den Rand. Los. Okay, dann kann geh losgehen los. Eigentlich, ne? Ja. Gut, dann auf los geht's los. Los. Jetzt gibt's was Feines. Das sieht schon ganz nice aus, ne? Aber so ein kleiner, als wenn so ein kleiner Ork das so aufhauen könnte, das Tor. Ja, ach, mit seiner Axt. Mit seiner Birne. Ich meine, da ist ja nicht viel drin. Das, oh, hier Leute, Lava, nicht reinlaufen. Ja, diesmal schaffen wir das, aber wirklich hier ohne ein Death. Also die 30 Punkte, also ohne dass einer durchkommt und ohne dass wir sterben. Also das ist unsere Hauptaufgabe im Game. Und das sieht momentan noch ganz gut aus. Gut, ist die erste Welle. Ja. Ja, traurig, wenn wir die erste von 12, Alter. Ja. Da kommt noch einiges auf uns zu. Auf jeden Fall. Oh. So, meine Zwerge sollten jetzt eigentlich auch gleich mal eingreifen. Komm schon, Zwergis. Oh, ja, die hat noch keinen Einsatz gerade. Oh, hier, da hinten. Was? Anderes Tor. Achso. Aber die kommen hier hinten wahrscheinlich auch raus, oder? Kommen die durch beide? Die kommen durch beide. Stimmt, die kommen durch beide. Gut, dann mach ich das hintere Tor. Ich mach das hier. Gut, du machst das, dann mach ich das andere. Ich hätte auch wieder 2 Zwerge hätten pflanzen können. Das habe ich jetzt natürlich wieder verpennt. Ah. So, dann lasse ich meine Zwerge jetzt mal eingreifen. Nice. Also hier, wenn die hier so um die Ecke laufen, das, ich hätte die auf die andere Seite setzen müssen, dann hätten die den in den Rücken werfen können. Und ich setze hier gleich noch ein paar Pfeilwände unter die Treppe. Die versuchen uns zu flankieren. Schilde des Orts. Oh, die kommen durch, die kommen durch, die kommen alle durch! Oder passt das jetzt am Schirm? Nee, du, ja, ich guck mir das hier einfach nur an und finde das ganz witzig. Nicht. Das sah von der Ferne so aus, so, ach du Scheiße, da kommt so eine mega große Meute durch den Tunnel unten durch. Ich wusste nicht, ob du da bist oder immer von dem anderen Tor. Ich glaube, wir sollten unsere Kraft auf die Mitte konzentrieren, da wo alles ankommt. Oh, die Zwerge haben das geklärt. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, wo ich die Zwerge noch. Ich sitze. Ah, hier oben ist noch so eine Falle. Nur mal eben so zur Info. Ja. Okay, fallen sie. Gleich wird's ungemütlich für die Pioniere, was? Sie sind oben! Sie sind oben, okay. Jo. Boah, Alter! Es ist doch lustiger, wenn man sie alle auf einmal tötet. Achtung, andere Seite. Ha, die Zwerge regeln das hier aber. Ich gehe bei dir lieber nach unten.
ich die Falle ausgelöst? Das wollte ich gar ja, nicht. Ja, hast du. Nein, nicht die Zwerge. Nicht unsere guten Zwergen. Nicht Olaf. Alter, die fallen ja wie die Fliegen, ey. Was ist los mit den Zwergen? Ja, die sind mehr? Alle tot. Alter, was ist da denn los? So, die waren so teuer. Gibt's da Garantie drauf? Ja, ich möchte den Zwerg gerne zurückgeben, der hält ihn auch. Und fertig ist die Laube. Oh yeah. Gott. Hä? Die stehen ja wieder auf? Close. Ey, die Zwerge, ne? Ja, nach jeder Runde sind sie wieder da. Ich weiß nicht, ob ich mir noch mehr Zweige kaufen soll oder ob ich hier lieber ein paar Pfeilwände hinsetze. Ich glaube, ich setze lieber ein paar Pfeilwände. Ja, ich glaube, ja. Aber wo setze ich die hin? Die können hier die Treppe hochlaufen. Andererseits... Ach, schade, das wäre natürlich nice gewesen. Dann wären die nämlich hier reingeflogen, hätte ich die da hinsetzen können. Ja. Da kann ich die auch also nicht hinsetzen. Ich pflaster die Mitte jetzt immer so ein kleines bisschen voll mit Fallen. Dass die schon mal ein bisschen abgedeckt ist. Ich brauche eine Gehaltserhöhung. Ja, und ich mache jetzt noch mal eben hier den Treppen... Ja, die Treppe. So. Ja, das sieht nice aus. Gut. Mein einer Paladin mitten in den ganzen Falten in der Mitte. Das ist der Arsch, der immer vorgeschickt wird. Okay, und go. Hier ist ein Totenkopf, geh doch weg. Ja, okay, er hat keinen Bock. Okay, alles klar. Er ist der Jace. Ja, gut. Dann würde ich sagen, ich entfessel die Horde. Ja. Go Horde. Komm jetzt durch alle Tore, ne? Kann das sein? Ja. Oh, nee, ich mein's natürlich toll, nicht. Toll, ich kann. Natürlich schieße ich gegen Treppengeländer. Ist natürlich logisch, ne? Ich kann da echt nicht dran vorbeischießen, ne? Gut, die Zwerge regeln das hier hoffentlich schon. Nice, die werfen gegen die Decke und die Bomben landen neben denen. Ja. Spitze. Oh nee, da ist einer durchgekommen, ne? Was? Quatsch, oder? Wir haben nur 29. Scheiße. Wie konnte das denn passieren? Ich dachte, du hast das da im Griff. Hä? Ich wofür bezahle ich dich eigentlich? Ich gehe nach hinten, habe ich gesagt. Mann, Mann, Mann. Huch, ich bin gerade auf die Tastatur verrutscht. Das läuft natürlich auch wieder. Hauptsache, die laufen jetzt auch alle oben lang, ne? Ja, ne? Den ersten verzauber ich mal. Diese Steine, die mögen die nicht. Also diese Kugeln, die ich abfeuern kann. Ja. Oh nein, nicht der Baby, das Baby. Da ist noch einer durchgekommen. Hä? Wie das denn? Aber wir sind noch nicht gestorben. Das Zeit für ein Gemetzel. Das ist, ja. Das ist jetzt das neue Ziel. Nicht sterben. Alter, jetzt kommen wir wirklich durch alle drei Tore, ne? Mal der ganzen Zwerge hier oben. Einer steht noch. Wow. Alter. Ich bin fast tot. Gibt's hier irgendwo Leben? Ja, unten. Wo unten? Unten in der Mitte, glaube ich. Du meinst an dem Durchgang? Ja. Hat sich wahrscheinlich schon der Paladin geschnappt. Ja. Der metzelt doch alleine alles weg. Nee, ich bin echt fast tot. Gut, du machst die Seite, ich mach mal eben die andere. Oh, so langsam, das wird aber echt eng hier. Oh oh. Aber die Paladine halten das eigentlich ganz gut auf. Ja, die rotzen ganz schön was weg, aber... Ja, wird aber trotzdem gerade echt... Ich hätte jetzt auch nichts gegen Rundenende. Oh oh. Geht kritisch. Kommen die unten durch? Nein, oh. Unten kommen gut. Als hätte ich es geahnt. Stand genau in dem Moment einer hinter mir und hat schon ausgeholt. Wie geht's deiner Gesundheit eigentlich? Oh, sieht nicht gut aus, ne? Nee. Ja, nicht so. Nächste okay. Welle. Oh Gott. Unten ist doch... Neben ist doch unten. Wo? Beim Paladin. Der zweite war sogar. Ja, nice. Pioniere. Ich höre nur noch Pioniere. Jede Runde. Ein Troll. Töte ihn schnell oder er wird...
Ein was? Ein Troll. Ein Troll, Alter. Ich dachte, dass da eben waren schon Trolle. Kommt ja, jetzt was richtig gedacht. Fettes? Den werde ich verzaubern, der wird für uns kämpfen. Ja, das ist nice. Oh, das sind Trolle. Gut, ich habe ihn gerade den Kopf geschossen, tut mir leid. Go, Troll. Oh, hier oben ist auch noch einer. Kannst du auch mehr verzaubern? Nee, ne? Nee. Okay, warte. Ja, nice. Oh, hier oben brennt einer. Ah, nice, er ist tot. Kommt noch einer. Oben, ne? Ja. Ja. So, erstmal schön gefügig machen und schön den Kopf rein. Alter, ich hab den gemacht. Das wäre doch egal. Frech, und ist ja noch eine Münze. Ein. Guck mal hier. Die, das ist meine. Alter. Ich bin so reich. Ich bin so reich. Wir spielen gleich eine Runde Disc Jam, dann zieh ich dich voller. Wahrscheinlich hast du es auch schon mittlerweile eine gute Folge geübt, ey, scheiße. Würde ich doch niemals tun. Nein. So, Paladine, wo kann ich noch am Start bringen? Aber ich glaube, Pfeilen braucht man auch. Ich glaube, ich mache unten noch mal ein Mikro gehauen. Oh. Oh, oh, das wollen wir natürlich nicht. Lass die Aggression einfach raus. Ja, und in die Mitte müssen wir eigentlich gar nicht zupflastern. Wir haben hier jetzt so oben zur Not noch dieses Ding, was wir umkippen können. Das siedende Öl. Ja gut, das haut jetzt aber nicht so mega viel raus. Nee, aber wir haben es ja auch noch gar nicht so richtig benutzt, also... Ja. Alter, hier, ich mache hier alles voller Fallen. Okay, kann ich loslegen? Ja. Wieso kriege ich denn schon wieder Geld? Kling! Weiß nicht. Okay. Okay. Ja. Sieht aber schon heftig aus, ey. Zeit für ein Gemetzel. Ah, Pioniere machen uns nichts mehr aus. Ja, dann nehme ich jetzt mal meinen Zauberstab hier. Wo kommen die? Wo kommen sie? Da. Sie sind aus. Die halten zum Glück echt nicht so viel aus. Ja, ja. Alter. Oh, ich bin gestorben. Ich stand leider oben auf der Veranda und da kam so ein Pionier und der ist genau um mich reingerannt und dann war ich tot. Das ist ja nicht so schön. Nee, ungünstig. Nein, lass die Zwerge in Ruhe. Oh, jetzt kommen auch die fetten Ork-Krieger. Ja, na gut, die kann ich abgeschalten. Wo sind sie? Laufen die unten durch? Nee. Ich glaub nicht. Doch, hier ist so ein fetter Ork-Krieger. Meins! Mann. Meins! Warte mal, wo kommen hier noch welche? Oben. Ja, stimmt. Wow! Genau. Ist verzaubert. Willst du sich mal seine Hose vernünftig hochziehen? Außerdem erstochen. Nee. Oder seine Jacke zu machen, ne? Aber der ist irgendwie. Zeigt wahrscheinlich gern, was er hat. Ja. Der ist nicht so oberflächlich. Das wird Spuren hinterlassen. Boah, ich habe wieder 3100 Münzen, was auch immer das ist, die ich ausgeben kann für Fallen. 3000 Geld. 3000 Muscheln. 3000 von einer Tauschwährung. Mann, was ist denn das? Ich kann nicht über das Geländer... Ah, damit kann ich durchs Geländer schießen, ist klar. Ich mache einfach mal hier mehr Paladin auch oben hin, die deine Zwerge so ein bisschen beschützen. Ach, meine Zwerge brauchen keinen Schutz, die sind sowieso schon verloren. Die sind voll labil, deine Zwerge, ey. Okay, ich gehe mal wieder mit. Wow! Alter, mein einer Paladin im Tunnel, ey, der hält die alle auf. Alter, einer hält alle Alter, auf. Alter, was ist denn das? Hier kommt einfach nur so eine Welle. Man sieht einfach nur Orks. Ja, unten auch. Geil, einen habe ich damit gekillt. Einen. Nice.
Wo sind hier noch welche? Stirb. War's das schon? Huh. Nice. Nice. Mehr Fallen. Ah ja, stimmt, scheiße. Nein, das wollte ich nicht. Ich das wieder verkaufen? Zeit für ein Gemetzel. Ich will das doch wieder verkaufen. Scheiße, das wollte ich nicht. So, mach mal meine Burner hier in den Boden. Ich will das da wieder verkaufen. Scheiße, das habe ich zu hoch gesetzt, das Ding. Geil, muss ich gleich machen. Wir sind gerade mal bei 9 von 12. Sie sind oben. Naja. Sie versuchen uns zu flankieren! Flankieren! Was ist da los? Boah. Okay, die Panzerfaust, also die frisst halt super viel Mana, aber die klotzt schon ganz schön rein. Boah, ich muss gucken, ob die nicht unten irgendwie durchgehen. Ein Paladin ist gefallen. Oh oh. Oh nein, ich aktiviere die Falle. Ja. Toll, da war gar nichts jetzt. Die sind auf mal an der Seite lang. Super. Ja, aber hier unsere Fallen hier, die regeln das. Die hauen auch ganz schön. Also in der Mitte sind sie richtig gut. Oh nein, die wird. Einen hab ich gekriegt. Aber die habe ich schon von unten gesehen. Hab mir gesagt, oh scheiße, hoffentlich sieht er das jetzt nicht. No. Ich finde, die Paladine machen sich echt gut hier vor den Zwergen. So, hier setze ich auch noch einen hin. Ich setze hier unten auch noch mal ein paar Fallen. So, jetzt habe ich hier unten zwei Flammenfallen und eine kommt noch nach oben. Ja, ich pflasse hier auch noch mal ein paar Fallen hin. Am besten irgendwo da hinten. Obwohl, da ist kein Platz mehr an der Wand. Ja, alles voll gepflastert. Dann brauchen wir eigentlich. Hast du irgendwie Bodenfallen oder so? Ja, aber die brauche ich jetzt auch nicht mehr. Also jetzt habe ich sowieso kein Gold mehr, jetzt habe ich schon alles verplant, was geht. Okay, ich bin bereit. Alle klar. Dann go. Sieht schon fett aus. Gleich wird's ernst. Go, go. Ja, die Mitte sieht unten fett aus, ey. Hast du die mal gesehen? Hast du das hier oben mal die ganzen Wände gesehen? Es gibt gar keine Wände. Ja. Die Wände sehen auch fett aus. Oh. Ich bleib unten, du bleibst oben. Oh, fetter Ork, fetter Ork, fetter Ork. Du machst oben, ne? So, der ist versteinert. Ja, ich muss diese kleinen. Es ist doch lustiger, wenn man sie alle auf einmal tötet. So, kann ich hier nochmal versteinern. Boah, Alter. Ich hab immer wieder das Leben gerettet, ne? Also es ist gut, dass die kleinen Dinger nichts aushalten, aber die sind einfach so verflucht schnell und wendig. Hier oben kommen so diese dicken Dinger. Ja, ich hätte den schon bekehrt von unten. Mann, das ist eine Menge tot. Boah, Alter. Sag Bescheid, wenn da zu viele kommen von oben. Ich kann mir hier im Moment nur auf eine Seite oben konzentrieren. Was? Ja, ich kann nicht beide machen. Kommen so fette Dinger. Ja, bei mir auch. Ah, boah, deine Paladine machen das. Deine Paladine machen das hier oben. Oh, oh nein, Aladin ist gefallen. Oh Gott. Meins, meins. Mann. Oh. So. Kämpft gegeneinander. Warte, kann ich den versteinern? So. So macht man das. Genial. Interessant. Hey, ist kein Zwerg gestorben. Ne, stimmt. Und ich bin auch nicht gestorben. Aber ein Aladin, Paladin ist gestorben. Ein Aladin. Ein Aladin. Also ein fliegender Teppich, wenn man da keine Lizenz für hat, das ist auch schon echt gefährlich. Da wirst du auch mit angehalten, da kriegst du noch Punkte für, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Flensburg freut's. So.
brennt erstmal. Ja, das mögen die echt nicht, wenn die brennen. Und dann. Die versuchen uns zu flankieren. Okay. Das ist ganz nice mit dem Raketenwerfer. Okay. Ja, also im Moment habe ich das hier oben echt im Griff. Ja, ich unten auch. Also mein einer Paladin, der reißt das hier so raus in der Mitte. Den sollten wir echt eine Gehaltserhöhung anbieten. Der wird instant befördert nach diesem Game. Das ist meine Menge. Ja, was halten die denn aus? Das ist einfach so witzig. Kein Mana. Aber wenn die eins gar nicht abkönnen, dann ist es Feuer. Feuer, ne? Ja, Feuer können die gar nicht haben. Okay. Fertig machen für die letzte Welle. Ich gebe hier noch ein paar Fallen hier Wer oben. Fallen? Hey, es ist noch nicht die letzte Welle, oder? Doch, 12, doch 12. Letzte Welle, okay. Ich wollte gerade sagen, normalerweise steht da doch letzte Welle. Da stand nur nächste Welle, aber. Oh, der arme Paladin hier unten. So, ist jetzt erstmal versteinert. Klingt das irgendwas? Könntest du mal sterben? Sie. Ja. Nice. Ein Paladin ist gefallen! Nein! Nein! Er war so ein guter Paladin. Nicht Günther! Was machst du da oben? Passt du hier auf meine Männer auf? Ich beschütze Günther. Günther ist hier unten bei mir in der Mitte. Scheiße, da war das ja gar nicht Günther, ja, das ist ja auch egal. War ein Klon von Günther. Es gibt nur einen Günther, der steht hier bei mir unten. Der einzig wahre Günther steht in der Mitte, ja, und haut alles um. So ist es. So. Wir haben ein Zwerg verloren. Nein! Scheiße, nein, das war jetzt aber bestimmt Olaf. Ja, Olaf. Trefferserie. Hallo, könnt die anderen Zwerge vielleicht mal was machen? Stirb. Alter, ich heb mir immer so die ganzen Tränke easy auf, weil ich denke, ne, was kommt da noch? Und dann ist es einfach mal instant vorbei. Ja, aber weil du gestorben bist, haben wir nur 4 Schädel bekommen. Ja, danke, dass du das nochmal sagst. Aber dafür haben wir 8 Bonus-Schädel gekriegt. Also nice, 12 Schädel. Und wir haben einen Bogenschützenwächter bekommen als Belohnung. Nice. Der sieht aber so aus, könnte der nix. Ja, er sieht so ein bisschen aus so wie so ein Lappen. Ja, bisschen wie du. Das Zwerg ja besser. Okay. Na gut. Dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Macht's gut, euer Felix. Tschüss.